Ich kann doch drehen, wie ich will. Ich krieg keinen Druck auf der Hand. So ein, ja, das ist ein Klumpen. Oh ja, ja, hallo miteinander, schön, dass ihr da sind, dass ihr so alle und so zahlreich und auch selber kommen und erschienen sind. Es ist blöd, weil, ja, ich halt müsste sich leider in etwas Durst und auch Geduld üben, weil nämlich mein Zapf, mein Chef, der Karle, der sich mit den Unbillen des Zapfs, des Hans, da auskennt, der ist leider noch nicht zugegen, obwohl er vor einer Stunde gesagt hat, dass er da gleich wieder zu, da, also da wäre. Ja, und ist aber nicht. Ich da selbst kenne mich leider mit dem Zapf, mit dem ich kriege keinen Druck auf meine Hand. Albi, du musst mir helfen. Bitte, was ich will. Karle, wie siehst du noch aus? Karle, wie siehst du denn? Wie siehst denn du aus? Mensch, Albi, bin ich geflogen. Also, Karle, seit dem Schneider von Ulm weiß man, dass der Mensch nicht fliegen kann. Ich schon. Ja, du, aber wenn das funktioniert, dann kaufe ich mir auch so ein Papagei-Outfit und fliege hinter dir her. Da, ja, so bin ich natürlich nicht geflogen. Ja, wie dann? Ich bin rar geflogen. Ah, ja, also, ja, so wie der aussieht. Oh, so glaube ich das ja eher. Komm, ja. Karle, komm, hock da an der. Komm, ja, hock zuerst einmal her, Karle. Oh. Jetzt, brauchst du einen Schnaps? Nein, ich glaube, ich brauche eher ein neues Fahrrad. Ja, wieso fahrst du überhaupt mit dem Fahrrad? Ausgerechnet du, wo doch am gernsten mit dem Auto noch aufs Klo fahren. Mein Doktor ist an allem schuld. Ja, nach der letzten Untersuchung sagt er zu mir, wenn sie in ein paar Monaten kommen, will ich nur noch die Hälfte von ihnen sehen. Das wäre ja schade. Ja. Und hast du deinen Drahtesel aus dem Keller geholt? Mein Drahtesel? Von wegen. Ich habe mir eine hochfatzenoble, nagelneue Rennmaschine gekauft. Mit 27 Gängen. Hochprofilfelge und Zweigelenkbremssystem. So nach dem Motto Carbon statt Kondition. Jetzt sag bloß, das moderne Klump hat versagt, hä? Nein, eben nicht. Ich bin hinter das Fahrgäßle, da den steilen Buckel unterpfiffen, gell? Und da ist das Mädchen gestanden und hat mich angelächelt. Ich habe natürlich ganz instinktiv gebremst, um zurückzulächeln. Und ich schwöre dir's, ich hab die zwei Bremshebel nur ganz leicht berührt. Gell? Da ist der Bock gestanden wie eine Eins. Ich bin wie ein Stuka über die Lenkstange mit dem Kopf heraus abgestiegen. Weißt du, Karl, in deinem Alter, da sollte man beim Bremsen auch nicht mehr zurücklächeln. Schwätz hinterher. Mein Eisrennrädle ist bloß noch ein Schrotthaufen. Ja, was hat noch das lächelnde Mädchen gesagt, auf die du so geflogen bist? Die hat, nachdem ich mich dann mühsam hochkrabbelt getan, sagt sie zu mir: Alterle, was ist denn ein Fahrradfahrer ohne Rad? Ich sage, was wird das schon sein, Fußgänger? Sagt sie neu, ein Sattelschlepper. Ja. Also alles, was recht ist, ich sag bloß, Weiber. Ach ja, du, das wäre, wir müssen ja mit dem Programm anfangen, meine Damen und Herren, das war mein Stichwort. Sie sehen jetzt von der Schwäbischen Alb. Die drei vom Dohlergässle, dann mit rheinischem Humor beglückt sie Robert Gries. Und für die musikalische gute Laune sorgt Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle. Sag mal, wieso hast jetzt du die Aussage gemacht? Ja, weil du halt was am Helm hast, der Hand. Außerdem musst du umziehen. Umziehen und ich muss auch noch deine Blessuren verarzten. Und der Vorhang muss ich auch noch aufkurbeln. Menschenskind, das ist nicht leicht mit dir, meine Damen und Herren. Sehen Sie jetzt nun. Halt. Ich bin immer noch der Chef. Und du gehst hinter die Bühne und kurbelst, ja?
Naja, naja. Also, meine Damen und Herren, Vorhang auf! Auf für die drei vom Dohlergäste. Weiber! Jetzt sind wir gerichtet, jetzt können Sie kommen. Ha ja, bei so einem großen Fest. Man, so haue ich Gäste kommen, kannst du in dem Wartagshäs da standen. Hallo, da musst du schon im Sonntagshäs präsentieren. Ja. Obacht! Kommen Sie! Ha, jetzt sollen Sie. Nein. Halt da. Ha, doch, da. Ma, da. Da sind sie, da sind sie. Ja, lauter schwarze Pinkli. Ma! Da! Am Kiebel ist Fritzei Margi. Da haben wir ne? Und da am Schuhmacher Josef Seppertold. Das Fräulein Straubinger von der Seniorengymnastik. Und der Rahannis Wannerle. Oh, der Rosmugger Rudi. Und da, guck mal, der Presse. Oh. Der Presse. Ma! Da! Aber das sind Mistteufler. Ma! Da! Also, so habe ich also die Brille da nicht mit denen. Nein, gar nicht. Also, weißt du. Martha, hat man ganz gewiss genug Bier? Ja, der ganze Kerl voll. Sollen wir neu geschwind ins Trinken? Jetzt schon! Eiskalt! Wird man. Hammer mit. Ha, von mir aus? Ich sag, komm, 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 schnell auf, mach! Aber kommt da, jetzt auf, zack, zack. Zack, jetzt her mit. Auf. Ja, jetzt. Moment. Auf der Präse. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Hi. Nein. Prima. Oh, war das läuft nach wie oh, so habe ich gleich einen Sitzer. Ja. Oh, das ist besser, wir proben noch mal unser Willkommenslied, dass wenigstens das sitzt. Auf, proben. Ja. Unser Lied. Ja. Gleich. Was? Lied proben. Deutsch. Auf. Jetzt. Martha, Schluck. Komm, in welche kommen Sie und sitzen? Seid doch jetzt so ungemütlich, ich habe noch gar nicht leer. Ist doch egal, auf jetzt. Auf. Da, da. Da, da. Da, da, ma. Da, da. Ja, also. Und. Wir drei fahren gar nirgends hin, weil wir dann allein mit uns sind. Wir lasset Arbeit Arbeit sein und festet mit Frohsinn. Wir drei fahren gar nirgends hin. Ich bleib daheim. Wir drei fahren gar nirgends hin. Mach weg. Weil macht das auch gar keinen Sinn. Lass mich in Ruhe. Daheim sind mir die Königin, man grüßt an jedem Eck. Vom Dohlergässle kriegst du uns nimm mir weg, 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 hier gibt's Likör. Diddle, 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 dipp und da geht's schwind. Nudel, 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 sopp. Da gibt es Wiesen, die noch Wiesen sind. Da gibt es Most. Nudel, 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 dosch. Da gibt es Wein. Da bin ich Mensch, da darf ich mich des Lebens freuen. Wir drei fahren gar nirgends hin. Weil wir dann allein mit uns sind. Wir lassen Arbeit Arbeit sein und festet mit Frohsinn. Wir drei fahren gar nirgends hin. Diddle-diddle-diddle-din, jawohl, super prima. Jawohl. Eben Freude sitzt. Jawohl. Zicke-zacke, zicke-zacke. Hoi, hoi, hoi. Du, aber wenn der Ministerpräsident kommt, dann sollte man ja hier gar noch eine Rede halten. Ja, was sagt man da? Lieber Herr Ministerpräsident. Da noch jetzt kommen. Wieso? Jetzt da ist man ganz normal und sei direkt und grad raus, Heugine. Ja, weißt du noch? Weißt du noch, wie wir zweimal bei der Hockete vom Musikverein zusammen ein Bier getrunken haben und ich dir damals schon gesagt habe, du sollst den Friseur wechseln, Prost. Jetzt,
Jetzt habe ich das ganz vergessen. Da ist ein Fax gekommen. Ein Fax? Ja. Ein Fax ist eine Grußbotschaft. Ein Glückwunsch-Telegramm. Ja, Grußbotschaft, Glückwunsch-Telegramm. Wer soll uns das schicken? Oh, vielleicht einer vom Hemmerdorfer Musikverein. Da kenne ich den Possau nicht. Oder von der Siegetal-Maria von Amerika. Ach. Die hat früher schon alle so Faxen gemacht. Oder von der Pizzeria O Sole Mio aus Düsseldorf. Ha? Ja. Da kenne ich den Chef. Ah. Persönlich. Oh. Da Benedetto. Oder vom Papst. Aber ganz doch weg mit dem Papst. Der macht eine Arbeit. Der muss noch sehr richtig. Guck dir du mal. Nein, gut, weil die Nase weiß kommt. Jetzt. Der ehemalige Ministerpräsident kann leider nicht kommen. Muss meinen genialen Kopf in Brüssel hinheben. Dazu hat auch noch der Hubschrauber Platte. Thank you for the Verständnis. Es grüßt euch, der Fäger von Ditzingen, euer G-Punkt. Jetzt hat er doch von langer Hand. Els kriegt Elche. Und sie gar noch der Hoftiert. Els angeschliffen und frisch versiegelt. Und lackiert und Beine geliftet. Und bei der Fußpflege ein Haufen Geld liegen lassen. Du? Ja, ich. Also, das ist doch der Kind. Also, ich bin noch mal alleine auf Hohenzeit. Also, ja, du, wenn man das jetzt genau überlegt. Du, noch hat man ja jetzt. Gar keine Komödie. Wir, da sind, wir sind unter uns, wir können tun, wie wir wollen. Ja, alles Rutscher. Jawohl, jetzt schön, auf nichts verlepperes ist. Ja. Das nehmen wir genau gerade stillschweigend mit Bewunderung zur Kenntnis, das mein Karli in dem Fall sagen. Ja, jawohl, ja jawohl. Da, jetzt, da, nimm. Ja, jetzt. Aufs Leben. Eben. Sag ich doch. Prost. Gut. Ich war Scheuerin. Ach so, man muss ja jetzt nicht dafür gehen. Wir wollen zu unseren Gastrophändlern, in der Hoffnung, der Karle zieht sich gleich. Ah, nein, das will man nehmen. Ja, alte Mann, das will man nehmen, denke ich sehr. Karl, stell dir mal vor, du dich hetzt da mit deinem Fahrrädle, also dein Papageierflug, der wäre im Dohlergässle geendet. Oh, Jesus. Zu Füßen dieser drei Damen, stell dir mal vor, die wären wahrscheinlich über dich hergefallen. Den hätte ich mir reingeholt, dann hätte ich mir verarztet und nach hinter drei hätte er mir geliftet. So hätte er es gemacht und dann vorderlich hätte er mir mal den Namen gestellt. Also, wenn du einmal in dem Alter eine Weile in der Stube hin hast, muss liften. Komm! Karl, komm! Also. So, jetzt kriegen wir trotzdem ein Fotolet. Ja, ja. Sieht aber ganz gut aus. Ja, ich finde sie gut verarztet. Ja, ganz punkig, wie so ein Punker. Du bist im Verschüttler gut, Karli. Ja, du hast auch so einen Ohrfall, da hast du keine Ruhe hier. Also aufs Leben. Aufs Leben. Eben. Prost. Prost. So, Jung, kommen wir mal mit dem Essen. So sehe ich. Ja. Jawohl. Was ist das für? Der schmeckt so süß. Das ist ein Lemberger mit Rollinger. Ah, ja, hier haben wir es doch dick. Gell? Prima. Aber ich habe es gerade gesehen, wenn da von übereinander schwätzen hätte. Denn übrigens, die Stumpfe ist ein wunderbares Lied. Gell? Mit dem Titel. Geht die wirklich mit dem Segel da? Oh, ja. So wie ist die Sache singen. Ja. Neulich hab ich in der Kneipe mal meine Ex-Freundin gesehen. Es war entsetzlich, denn sie saß da mit so einem Typ. Typisch, gell? War es oder nicht, oder war es schon im Bett? Sie war doch immer nett. Es kommen schiere Glauben, wenn sie es doch sagen. So ein hat dir eigentlich nicht verdient. Schütt dir an! Schaff dich wirklich mit dem Segel da. Das gibt's
doch nicht, was findet ihr an dem Mann? Es ist schon Lole und er guckt ganz verdruckt. Dass die es so ein hat, das macht mich völlig verrückt. Völlig verrückt? Hallo. Gut, ist ihr Sache, doch wenn man selber sieht, na ärgert so ein Halt. Das ist nicht witzig, mit so einer blöden Frisur. Ah ja, weißt du, wie kommt der daher? So lauft man doch nicht rum, so sieht man doch nicht aus. Schiere Glauben. So ein hat dir eigentlich nicht verdient. Tschüss, Dürer. Hat die wirklich mit dem Segel da? Es gibt doch nicht, was findet ihr an dem Bar? Das ist schon Lole und der guckt ganz verrückt. Dass die jetzt so ein hat, das macht mich völlig verrückt. Ich will schon lieber, was seh grad, ihr fangt das Streiter an. Schatz, 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 Schatz. Das ist ja prima, da fällt gleich was von mir ab. Jetzt schreit sie ja verreck, ganz sicher schickt sie weg. Ich glaub, jetzt ist schon weg. Ihre Glaube. Ja, das hat der eigentlich auch verdient. Ja, jetzt stammen wir durch Segel da. Und mein Ex lacht sich die Bedienung aus. Was? Denn dir hat sie sich wohl schon länger verguckt. Und damit macht sie jetzt dann auch uns beide verrückt. Ja, da läufst du doch an Mecken an. Da sind wir wirklich lauter Segel da. Das kannst du glauben, das kann doch nicht sein. Mein Ex, die spielt jetzt auch noch voll im anderen Verein. Ja, da läufst du doch an Mecken an. Da sind wir wirklich lauter Segel da. Das kannst du glauben, das kann doch nicht sein. Doch mir egal. Ah. Also ich verstand es ja gar nicht, dass mein Kalle da hinten überhaupt Fahrrad gefahren ist. Da hat er sich doch so gedacht, da fahren sie auch mit dem Fahrrad. Ja, was? Ich und Fahrradfahrer, ich will doch nicht so aussehen wie der. Aber danach sieht man nicht so aus wie der. Oh. Man muss es ja bloß kennen, nicht? Und der Tripler oben linke und rechtzeitig bremsen, das ist. Ja. Karli, Mensch, super, guck mal, du bist in der Küche einfach gut, du wirst gelobt. Aber wieso hast du eigentlich jetzt so ein Rennrad da haben gekauft? Du hättest doch können einfach so ein gemütliches Hollandrad kaufen. Das wäre doch viel schöner gewesen. Also, kann du heute mal in so ein modernes Fahrradgeschäft. Ja. Die schwätzen die Psoffe mit ihrer ganzen modernen Technik. Ja. Und was du alles für eine moderne Ausrichtung brauchst. Ich hätte mir ja schon schier so ein Scooterbike gekauft. Aber das klingt nach Boxauto. Aber Quatsch. Das ist ein Liegefahrrad. Mit Schalensitz, scheiß bequem, aber ich bin halt mit den Füßen nicht auf den Boden gekommen. Gell? Und nachher nehme ich aus dem Schalensitz raus. Ja, das sieht ja aber auch ähnlich, weißt du, also Sport mache im Liegen. Für dich wäre so ein Fahrradrickschass ideale. Weißt du, da hättest du ein Dach über dem Kopf und vorne einen, der für dich trippelt. Zu deinem Geschwätz erinnert mich immer an den Spruch, es finden sich doch immer wieder Eskimos, die Afrikaner sagen wollen, was sie da müssen. Weißt du, die Stärke eines Menschen zeigt sich in der Blöße, die er sich selber gibt. Ja, jetzt hast du genug geschwätzt. Ja. Pass auf, jetzt gehst du kurbeln, ich sag die nächste Nummer an. Ja, ist in Ordnung, ja. Ich gehe ja schon. Meine Damen und Herren, nun auf der Bühne alter Kölner Assi-Adel, nämlich der Robert Gries.
Ja, ich freue mich, dass ich hier als Vertreter der Unterschicht in dieser bürgerlichen Kabarettsendung auch mal das Wort ergreifen darf. Ne? Ich bin ja auf Hartz IV und ich habe mich jahrelang gefragt, wie ein vernunftbegabter Mensch sich so einen Monatsregelsatz wie diesen Hartz IV ausdenken konnte, bis ich neulich nach einer halben Kiste Bier draufgekommen bin. Pass auf, das war so. Der Peter Hartz lag eines Nachts neben seiner brasilianischen Luxusnutte. Und als es dann ans Bezahlen ging, da hat er sich gedacht, boah, ist das teuer, da kann ja normaler Mensch einen Monat von leben. Ich merke schon, der Groschen ist kein Sturzbomber. Hä? Ja, ich bin Föderer Walter, do, ne? Was Sie, die Mittel- und Oberschicht in Deutschland, mit uns, der Unterschicht, veranstalten, das lassen wir uns nicht länger bieten. Die letzten Vergnügungen, die wir uns noch leisten können, die wollen Sie uns jetzt auch noch verbieten im Namen von Klimakatastrophe und Gesundheit. Ne? Billigflüge nach Mallorca, klimaschädlich, sollen verboten werden. Aber wenn Sie zum Weihnachtsshopping nach New York fliegen, ja, dann zahlen Sie einfach 5 Euro Klimaschutzabgabe aufs Ticket. Von dem her wird in irgendeinem Waldorf-Kindergarten ein Apfelbäumchen gepflanzt und alles ist gut, oder was? Hör mal, wenn ich nicht mehr mit dem Billigflieger nach Malle, nach Mallorca kann, ja, wo kann ich denn dann überhaupt noch hinfliegen, um mal braun zu werden? Da bleibt mir nur noch mein Sonnenstudio, mein Münzmalle. Ja klar, den Begriff kennen Sie nicht, ne? Sie sagen Assi-Toaster. Oder rauchen, ja? Der letzte Raum, wo man noch in der Öffentlichkeit ungestraft rauchen darf, ist das Wartezimmer auf der Entbindungsstation im Krankenhaus. Ich fahre da manchmal hin. Ne, wenn mir nach Rauchen in der Öffentlichkeit zumute ist. Ne, und da sitzen dann so junge Unternehmensberatertypen und zittern wie Espenlaub, weil zum ersten Mal in ihrem Leben was passiert, was die eigene Existenz auf den Kopf stellen könnte. Ne? Und da bin ich als Assi auf einmal gut genug. Um sich abzulenken, versuchen sie dann mit mir ein Gespräch anzufangen. Da sagen sie, kommen sie an und fragen, ne? Und was würdet bei Ihnen, Junge oder Mädchen? Ich sage, ich bin nur zum Rauchen hier. Und was würdet bei Ihnen, ein Waldorf oder ein Montessori? Na, ich bin Föderer Walter, do, ne? Und ich laber nicht nur, ich tue auch was. Ich gehe einmal die Woche rituell reiche Leute ärgern. Ne? Im Bioladen. Diese ganzen Dalai-Lama-Groupies mit einer Umschulung zur anthroposophischen Stillberaterin. Ne? Dann fahre ich da mit meinem Klimakiller-Auto immer vor den Bioladen und dann steige ich aus, dann ziehe ich meine Ballonseidenjacke an, die ich extra für den Bioladen habe machen lassen. Ne, da steht dann drauf, nur für den Bioladen, Sexcoach. Probestunde kostenlos. Also ich suche mir dann so eine Ökopelzträger mit ihren Waldorfblagen aus und den Kindern, denen sage ich dann erstmal meinen Lieblingsspruch. Da sage ich zu den Kiddies, Kiddies, ob ihr passt. Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg. Da habe ich die Kinder schon mal auf meiner Seite. Autoritätsverlust der Mutter 100%. Ne? So, und dann stelle ich mich neben die Ökopelzträgerin an die Fleischtheke im Bioladen und sage zu ihr, na, Pocahontas, das Fleisch hier sieht aber verhungert aus. Und guck mal, die Farbe, als wäre es schon mal in Bayern auferstanden. Und dann verfolge ich die durch den ganzen Bioladen und mache mit der meine individuelle Verbraucherberatung. An der Obsttheke sage ich, boah, die Äpfel hier sehen ja aus, als hätten die Würmer da drin Durchfall gehabt. Und wenn sie dann sagt, das ist Bio, das gehört so, das ist Bio, dann sage ich, sind sie auch Bio? Boah, da freue ich mich immer die ganze Woche drauf. Mein Revoltetraining, ne? Das Problem ist jetzt nur, ich habe im Bioladen Hausverbot. Aber gut, bleibt mir immer noch der Aldi und der Lidl, ne? Weil da kommen ja dieselben Leute hin, da wollen sie ja mal das Geld sparen, was sie vorher im Bioladen zu viel ausgegeben haben, ne? Ja, ich meine, guck mal, montags morgens vom Aldi, ne? Die ganzen Mittelschichtsweiber, die kaufen uns ja immer die Sonderangebote weg, ne? Geh mal montagmorgens, 8 Uhr, stell dich mal vor, vom Aldi, ja? Nur Mittelschichtsweiber, bis unser einer mal aufgestanden ist und beim Aldi alles weg, ne? Ich bin für die Revolte und ich habe eine Übung für die Revolte, die könnt ihr auch alle machen. Pass auf, ne? Also, ich komme neulich aus dem Lidl raus, ne? Steht da so eine männliche Politesse, so ein Homo Drosophila. Und schreibt ein Knöllchen. Ne? Ich sofort hin, ich sag, ey Chef, ich war doch nur 5 Minuten im Lidl. Sagt der Chef mich nicht an.
Ich sag, okay, wie soll ich dich sonst nennen? Ist dir Sackgesicht lieber? Ey, schreib dir noch eine Knolle wegen Beleidigung. Ich sag, hör mal zu, ich hab doch nur gefragt, du Popelstresser. Schreib dir noch eine Knolle wegen Beleidigung. Ich sag, pass mal auf. Weißt du eigentlich, was der Unterschied ist zwischen einem Schneemann und mir? Den Schneemann, den kannst du immer nur im Winter am Arsch lecken. Schreib dir noch eine Knolle wegen Beleidigung. So geht das eine Viertelstunde. Ping, Pong, hin und her. Irgendwann nimmt er alle Knollen, packt sie hinter die Windschutzscheibe. Ich sag, na dann, schönen Tag noch. Weidmanns Heil, Herr Oberförster. Geh zu meinem Fahrrad und nix wie weg. Dankeschön. War das jetzt Teis oder Mais? Nö, das war Mais. Ja, jetzt wird der Robert, der kriegt eine Bierkalle, oder? Ja, Moment. Ja, es dauert halt länger, der Kalle ist am Hinken. Bei einem Kölner bin ich ja mit einem Bier wahrscheinlich immer gut aufgehoben. Oh ja, und vor allen Dingen mal kein Kölsch, sondern echtes Bier. Ha, ist auch schön. Also, zum Wohl. Prost, Dankeschön. Auf Prost, Köln Prost, und das, was noch steht. Ja, der fiese Düsseldorfer, ne? Das ist ja der fiese Möb, der Düsseldorfer. Die schicken im Moment massenhaft Postkarten nach Köln. Kölner Dom von 1945 fotografiert, ne? Drumherum alles kaputt und auf der Rückseite schreiben sie: Schöne Grüße aus Köln, 2012, die U-Bahn ist fertig. Das ist ja der Düsseldorfer. Ja, weißt du, bei unser Bauhof wird der gerade auch neu gebaut. Der wird dann stehen bleiben, weil die Eisen, die euch fehlen, die sind bei uns drin. Ja, aber ich kann mir das nur erklären, dass der Polier, der die Stahlträger verkauft hat, der war auch aus Düsseldorf. Du, ne? Sabotage von außen. Ja, aber Schwabe hat besser zahlt dafür. Ich will jetzt noch zum Kalle. Fliegst du auch gern Rennrad? Fliegst du auch? Also, mir langt jetzt. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres Programms angelangt. Ja, nein, ich wünsche Ihnen noch einen guten Nachhause. Weil das fällt ja noch mein Schlussversel. Oh. Ich habe ja immer mein Schlussversel. Wenn's wenn es denn sein muss. Ja, ich finde es lustig. Es war einmal ein Rennradlenker, der machte einen Lenkerschlenker, weil Mädchen stand am Straßenrand, nun hat am Kopf er einen Verband. Finde gut. Noch eins weiter. Der Kalle flog wie Papagei. Ich trinke mir meinen Teil dabei. Auch ich kann fliegen wie ein Adler. Die Treppe hinunter macht 10 Radler. Die Felge ist dann nicht mehr rund. Leg mich am Arsch. Und bleibet gesund. Jetzt wird Sommer rein, für die Nächte frei, in der Mäule Mühle.